So. Lang genug ins Grüne gestarrt. So, hier sind wir wieder. Ui, ich kann auch hoch. Cool. Wir müssen keine Gegner umbringen. Sie bringen keine Erfahrung. So, ich muss allerdings quer durch diese gesamte Halbstadtruine hier. Deswegen begebe ich mich mal geradeaus einfach durch. Mal gucken, was passiert. Gegner geben keine Erfahrung. Zumindest nicht effektiv genug, als dass ich sie umhauen muss. Also von daher, nö. Und hey, so kommen wir schneller vor. Warum sind da gerade zwei Marker erschienen oben? Merkwürdig. Wow. Wichsviech. Da hat er mich gerade voll erschrocken, weil er mir auf einmal von rechts kam. Anstatt von geradeaus. So. An die Halterung ranbringen. Nichts leichter als das. Wir haben ja schon Bekanntschaft mit denen hier gemacht. Ich wollte gerade anschießen. Sollte jetzt frei sein. Ja, was kommt als nächstes? Die letzten beiden Welkensteine öffnen die Tür zum Heiligtum in diesen Ruinen. Verliert sie nicht. Macht euch da drinnen auf alles gefasst. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verlieren. Einverstanden, aber meine Wunden sind schlimmer, als ich dachte. Als Kämpferin bin ich nutzlos. Daher halte ich mich besser in den Schatten auf, bis ihr den Weg voraus für uns freigemacht habt. Platziert die restlichen Welkensteine. Ich treffe euch dann am Eingang des Sanktums tief in den Ruinen. Ich gehe voraus und platziere die Steine. Passt euch auf, das Schönste damit übrigens. Vielen Dank. Ich komme nach, sobald ich sehe, dass es sicher ist. Sucht nach den Halterungen auf beiden Seiten der Ruinen. Dort sind sie üblicherweise. Ist es eigentlich, nur so als Anfrage und Anregung, ist es eigentlich diskriminierend den Frauen gegenüber, wenn man bei YouTube die Thumbnails mit deren Ausschnitt zeigt. Kann man gleich vergessen, da auf sowas klicke ich nicht drauf. Ist mir nur mal so gerade aufgefallen, habe ich gerade bei empfohlenen Videos gesehen. Da sollen die Leute ja draufklicken, ne? Da soll man ja abfahren. Oh, Brüste, man sieht Brüste. Boah, man muss da direkt draufklicken, weil man sieht's ja. Ey, ohne Scheiß, da kannst du auf Melden klicken. So ist es eigentlich verboten. Auch, oh Mann, das fällt mir gerade nicht ein. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ne, ist weg. Kann ich nicht mehr sagen. Irgendwas Kritisches. Das war ein super Gesprächsthema wieder. Aber nein. Oh, Knochenkoloss. Oh, der hält aus.
Alter, der hat aber ausgehalten. Achso, mir ist übrigens gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ebenso, Leute, unterlasst das bitte mit den Kommentaren wie nettes Video. Ich lasse mal ein Abo da. Würde mich freuen, wenn du auch bei mir vorbeischauen würdest. Au. Stirb. Nee, weil ich schaue sowieso nicht bei euch mit rein. Beziehungsweise, wenn ihr so einen Kommentar schreibt, die Chance ist, glaube ich, 1 zu 500, dass ich da reinschaue. Oh, nö. Rätsel. Ein Aleiden, sag mal. Nein, berührt nicht das Grabmal. Oh. Ihr werdet für immer mit Kani gefangen sein. Jene, die ich als Schutz anwar, haben mich in dieses Grabmal gelockt und mich dann hier zurückgelassen. Diebe, ich hätte ihnen nicht trauen sollen. Ihr sprecht? Bei Bandars Ohren. Natürlich spricht Kani. Sucht nach Sternen an den Wänden und Versen an einen Krieger. Ich habe es versucht, aber ich kann nicht lesen. Diese Verräter sagten, die Worte können das Rätsel lösen. Bitte, befreit mich aus diesem Grabmal. Ich werde sehen, was ich tun kann. Begonnen die Seelenfalle. Finde die richtige Reihenfolge. Die Fürstin brannte hell, der Geliebte wand Asche, der Turm zerfiel zu Staub, der Krieger weinte. Das reimt sich überhaupt nicht. Ja, herzlich willkommen zu einem klassischen Pen and Paper. Ich habe zwar jetzt kein Pen, aber ein Kugelschreiber dürfte es auch sein. Fürstin. Es gibt ein Sternbild, Geliebte, okay. Jo, dann wollen wir das doch mal auflösen, ne? Ach ne, das sind mehr... Oh Gott! Ein junger Lehrling strebte nach Macht. Ein dunkles Ritual hat ihn erbracht. Als der große Fürst erlag, der Seuchestoß, lachte die untote Marion atemlos. Es sind auch noch mehrere. Okay. Lehrling? Ritual. Fick dich. Große Fürst. Und Magierin. Ich muss gleich eine zweite Seite aufmachen. Ja, weg mit dem Müll. So. Das Glück des Diebes. Als der Skelett-Atronarch sich näherte, schlüpfte er in die Schatten. Auf schwarzem Ross grinste der Dieb, als Fallen in die Knochen bissen. Das hat's überhaupt nicht mit Reimen zu tun. Ich muss übrigens einen neuen Zettel nehmen. Der alte ist voll. Da stehen so Sachen wie, keine Ahnung, drauf. Und eine Zahl mit 21944413. Ich glaube, das war auch mal ein Rätsel. So. Skelett. Mit Doppel-L? Ne, ein L. Atronach. Schatten?
Ross. Und Dieb. Das sind immer so vier. Ich vermute mal, das ist ein Code aus vier. Und ich glaube, wir sollen erstmal mit dem anfangen. Also würde ich sagen, Fürst. Ach, Mausfokus verloren. Fürstin. Fürstin. Patsch. So, Geliebte habe ich da gesehen, glaube ich. Will wahrscheinlich das sein. Dann der Turm. Da ist er. So, ein Krieger. Da. Entriegelt den Magier. So, das war mit dem da. Das ist der Lehrling. Dann das Ritual. So, als kleine Anregung. Es könnten ruhig Rätsel mit rein, die ein bisschen schwerer sind. Die nicht so offensichtlich sind. Der Magier. Nee, stopp, der Fürst erst. Dann der Magier. Weil das hier ist schon zum Beispiel ein bisschen zu offensichtlich. Da liegen dann halt die Dinge hier und dann brauchst du einfach nur lesen, dann kannst du das abschreiben und dann kannst du alles nacheinander machen. Das ist ein bisschen leicht. Es darf ruhig noch ein bisschen komplizierter sein. So, Atronarch. So, als kleine Anregung für die nächsten Addons. Schatten. Ich glaube, das wird niemanden ernst nehmen, dass da mal ein oder zwei Rätsel sind, die man nicht lösen kann, die dann wieder in den Guides stehen, wo man dann den Guide nachschauen muss. Denn das ist der Spaß dabei. Jetzt kommt erst das Ross und dann der Dieb. Sieht aber geil aus. Ich überlege gerade, das als Thumbnail zu nutzen. Kani ist frei. Es war so freundlich von euch, dass ihr mir geholfen habt. Schön, dass ich helfen konnte. Kani dankt euch vielmals für die Rettung ihrer Seele aus diesem Gefängnis. Kein Schatz kann euch für meine Freiheit entlohnen. Das war's. Ernsthaft? So, und als kleine Anregung für die Entwickler. Ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet als 250 Gold. Für so ein langes Rätsel, was offensichtlich ist. Hätte ich das gewusst, was ich gekriegt hätte, hätte ich meine Viecher in Zeitlupe fliegen lassen. Hätte ich das gar nicht erst gemacht. Der Baum da hinten sieht so ein bisschen aus wie der Geisterbaum von Uri. Go klabern, du schaffst es, Yeah, er ist wieder auf Normalgeschwindigkeit.